Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play, liebe Tätig zum mit mir, den lieben Silence und den lieben Marek. Ja, moin. Ja, für uns ist das schon ein bisschen länger her. Letzte Woche haben wir, glaube ich, eine Folge nur aufgenommen. Ja, auf jeden Fall für uns ist es ein bisschen länger schon her. Wir wollen heute aber weitermachen mit den nächsten Maschinen. Unter anderem haben wir ja noch vor, den Orb of Life zu machen. Dafür brauchen wir HOP-Graphit, dafür müssen wir zwei hübsche Maschinen aufstellen. Ja. Also dafür habe ich halt hier den ganzen Kram schon vorbereitet, weil das sonst ein bisschen lange alles dauert. Ich glaube, wir stellen das hier. Oder habt ihr mal den Slice and Spicer gemacht? Ja, wie funktioniert jetzt dieser Wheel Projector? Du gehst im Buch auf die Seite mit der Maschine. Ja. Legst das Buch dann zusammen mit dem Projektor ins Crafting-Feld. Ah, okay. Oh, Crusher. Cool. Gut zu wissen. Was war das? Haben wir noch irgendwo einen Basic Capacitor liegen? Ich glaube tatsächlich nein. Warte mal, ich würde gerne das Ding so umdrehen. Hä? Du wolltest mich nicht fragen, wie man die drehen kann. Das weiß ich nicht. Shift-Rechtsklick, aber irgendwie... Okay, das ist ein bisschen komisch. Egal. So, ne? Also, Rechtsklick, okay. Dann... Oh, ich mag das irgendwie nicht, mit den Dingern zu bauen. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Ist für mich immer wieder ein bisschen nervig. Ja doch, Aufnahme läuft. Ich werde schon wieder paranoid. Ich muss einen Fluid Tank craften. Denn ich brauche Wasser. Ich glaube, ich habe mich verrechnet. Würde dich das wundern? Um ehrlich zu sein, ja. Weil ich extra dreimal nachgerechnet habe. Ich hatte ja lang genug Zeit. ach, Engineer's Hammer fehlt mir. Ja, also wir wollten halt letztes Mal eigentlich noch weitermachen, aber Marek musste Schnee schippen gehen. Unerwartete Naturkatastrophe und so. Ey, da kann ich ja wohl wirklich nichts für. Ach nein. Also ich bin der Letzte, der wegen sowas meckert. Ich bin selber teilweise bei sowas ein bisschen unzuverlässig. Ach, ich bin da ja nicht unzuverlässig. Ich hab da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Meine Nachbarin, die ist halt so alt, die kann das nicht mehr machen. Ja, jetzt ist die Frage, wo muss der Strom hin? Haben wir irgendwo hier Eimer liegen? Strom. Da. Ich hatte 2-3 Stück im Inventar. Perfekt, weil... So... Ich muss 2 Eimer Wasser... ein Eimer Wasser brauche ich nur. Warte mal, dann klaue ich mir einfach den Eimer Wasser jetzt hier. Strom. Ich weiß nicht, wo da bei dir den Strom hingetan ist. Nein, ich frage mich gerade, wo hier Strom angeschlossen werden muss. Hä? Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo der Strom hin muss. So, also auf jeden Fall mache ich es im Prinzip, um Coke Dust herzustellen. Weil wir dann mit Coke Dust HOP-Graphit im Squeezer machen können. Das ist so der große Plan, sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben ja sogar noch Coal Coke, das ist angenehm. Und ich brauche noch eine Chest. Hier steht ja noch eine freiwillige Chest. So, da. Ich brauche jetzt noch eine Axt, Schere. Das ist halt nur. Dann hä? Das ist ja fertig. Ach, da, okay. Den einzigen Punkt, den ich nicht angeguckt habe, der ist es natürlich. So, das läuft. Macht auch überhaupt keinen Lärm oder so. Und da kriegen wir Coke Dust raus. Jetzt brauchen wir noch den Squeezer. Da. Das ist so nervig. So, Squeezer. Aber interessant, das ist, also, ich finde das gerade echt angenehm mit dem, dass ich jetzt mal rausfinde, wie das Teil wirklich funktioniert. Weil ich habe es halt vorher nie gewusst. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay. Ich wollte das machen. Hä? So, ich verstehe irgendwie nicht, wie das Drehen hier funktioniert.
Ich hab's einfach immer ohne den Scheiß Tränen gemacht. Ja, einfach aufbauen, fertig. Ich hab dich sogar letztes Mal gefragt, wie man drehen kann. Und du hast gesagt, du weißt das nicht. Ich weiß, es kann sein, dass du ein bisschen zu leise bist. Ich muss mal ein bisschen Sound runterdrehen von Minecraft, weil das Ding ein bisschen laut ist. Ich könnte auch einfach versuchen, was lauter zu sprechen. Aber es ist noch so früh. Ja. 12 Uhr mittags, es ist so früh. Ja, hallo. Naja, wobei halb eins sogar schon. Weil ich ein bisschen länger gebraucht habe. Dieser scheiß Enderman. Ich muss einen Enderman einfangen, aber der fliegt ja lieber überall rum. So und... Okay, ich habe sogar zu viele Teile gemacht. Interessant. Also, ich habe jetzt die Seele eines Endermans. Ich werde sie benutzen. Weil ich einen Capacitator habe. Dann haben wir jetzt die nächste Maschine. Die muss auch wieder an Strom angeschlossen werden. Wieder Rätselraten wo. Okay, die können auch von der Seite. Cool. Das wusste ich gar nicht. Zack. Dann sollte das jetzt nicht laufen. Warum nicht? Coke Dust, Squeezer. Warum läuft das jetzt nicht? Weiß es nicht. Hä? Also das Problem ist, wir müssen es damit halt machen. Weil ansonsten kriegen wir HOP halt... Ne, wir kriegen HOP nur durch den HOP-Graphit-Dust. Sonst kriegen wir das nirgends her. Und das kriegen wir höchstens aus HOP-Graphit, aus dem Squeezer. Mhm. Oder den Kompressor. Aber das können wir halt noch nicht machen, weil wir noch keinen Rubber haben, soweit ich weiß. Rubberwood? Ne. Oder kann man den irgendwie machen? Ne. Das muss hier drüber gehen, aber warum geht das wieder nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Müsste ich jetzt selber rausfinden. Ja, dann mach das doch. Du schaffst das schon. Tu mal was für dein Geld. Nee, ich guck, so, dass hier keine Endermans mehr spawnen können. Ja, okay, das ist wirklich wichtiger. Sanko Artifact that they interest clearly you have none, but this fake artifact that you forgot with another star. Just do the trick. Craft overworld. Stimmt, das Ding wollte ich auch noch craften, da war ja was. Hab ich, glaube ich, alles für vorbereitet. Dafür brauchst du ja das, Ja. Graphit. Ich meinte... Nee, ich habe eigentlich alles für den Excavate-Modifier vorbereitet. Ach so. Dafür brauche ich aber Menilium. Interessant. So wie ich uns kenne, haben wir das nirgendwo noch rumliegen. Nö, ich schmelze einfach ein bisschen was wieder ein und fertig. So, ich brauche aber 2 Slimeballs noch. Weil mich nervt das gerade ein bisschen, dass es nicht geklappt hat. Aber nirgends mehr Slimeballs? Leck, okay. Oh nö, ich habe keine Lust, welche zu machen. Ah, hier haben wir 2 Stück. Ne, ich brauche 4. Ne, da ist auch kein Mendelium mehr drin. Bei mir fängt jedes Mal, wenn wir hier die erste Folge nehmen, das große Suchen in den Chests an. Das sowieso. Das ist bei mir nicht immer so. Hast du zufälligerweise noch Vibrant Alloy im Inventar? Ja. 2 Ingots bräuchte ich. 2 Stück? Ja. Die kannst du kriegen, das sollte reichen. Dankeschön. Hast du auch noch einen Glowstone? Nein. Das tatsächlich nicht. So, aber könntest du mir gleich mal kurz helfen, warum das jetzt hier nicht funktioniert? Ja. Weil das Rezept ist halt immer noch verbuggt. Also ich glaube, das werden die auch niemals fixen, davon mal abgesehen. Aber ich weiß halt nicht, was muss da noch rein? Wir haben Strom. Wasser ist der Output eigentlich. Mal nur noch kurz den Octetic Capacitator zu ändern. Und tu den in die Maschine, dann gucke ich einmal nach. Nö. Ja. Vielleicht auch in die richtige Maschine. So, 160 Range, keine Endermans. 8, nochmal 8. Das ändert alles nichts. Huh. Ja gut, dann müssen wir da gleich sonst nochmal
Wahrscheinlich kurz. Musst du die noch anmachen. Bist du sicher? Probieren wir aus. Das ist Memphis Engineering, das würde mich jetzt nicht wundern. Ja, haben wir irgendwo noch... Da ist ein Stick. Jetzt brauche ich noch einen Stein. Oder einen ganzen Lever. Du musst doch einfach hier mit der Redstone Torch. Oder so. Stimmt, das geht auch. Naja, musst du, glaube ich, dran packen. Also... hier dran. Na, hast du wieder bekommen. Ja. Die einfachen Dinge sind's. Ja, gut. War schon in der Uni so. Die einfachen Lösungen sind immer die schnellsten und besten. Ja, das sowieso. Alloy Smelter. Zack. Wir haben ein HOP-Graphit-Ingot. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch Demon und Evil Infused. Demon kann ich schon mal im Never gehen oder haben wir noch irgendwo Never Rick? Dann kümmere ich mich um Evil Infused. Achso, ist einfach nur ein Enchanter. Stimmt, dafür habe ich, glaube ich, auch irgendwas noch vorbereitet gehabt. Ah, perfekt, wir haben noch Neverick. Ja, so. Warum liegt Brot im Squeezer? Aus Gründen. Bam. Also, dann wollen wir mal. Wo ist denn die? Da ist die Forge. So. Was? Wo ich den Scheiß jetzt hin? Ja. Boah, sind das Schweine. Außenfreien Modifier? Nein, deswegen nicht mal. Ich habe 10 von 25 excavate. Also entweder ist es verbuggt, weil ich gerade 10 Stück gleichzeitig verbraucht habe. Oder du brauchst tatsächlich mehrere, um überhaupt Excavate zu kriegen. Ja, ich werde die Offscreen auch noch welche fertig machen und dann einfach mal gucken, dass wir die 25 vielleicht voll kriegen. Vielleicht bringt das dann ja noch mehr. So. Ich hab dein Demon Ingot. Evil Infused. Dafür brauche ich... Stimmt, noch einen Maschinenblock, danke. Hattest du mir den nicht fertig gemacht? Oder übergelassen? Noch ein Soul Machine Chassis. Nee, ich brauche Industrial oder Simple Machine Chassis. Dann habe ich dir den mit Sicherheit nicht fertig gemacht. Ja, ich meine, du hattest mir einen gegeben. Das könnte möglich sein. Okay, dann müssen wir nochmal einen neuen bauen. Ja, machen wir einen Simple. Ach, der ist ja easy. Wenn mein Inventar nicht komplett überfüllt wäre mit irgendeinem Krempel. Na, das Problem habe ich auch immer. So, Eisen, Iron Bars, Grants of Infinity. So, hier kommt auch nochmal ein bisschen Krempel rein. Hier hast du doch sogar noch 12 Slam Balls. Ja, die habe ich auch. Also, die normalen habe ich nicht genommen. Ich habe die blauen einfach genommen jetzt. So. Dann können wir vielleicht heute sogar noch, Ding fertig kriegen, ja. So, jetzt brauche ich noch wieder Redstone. 4 Stück. Und ich muss wieder Unstable Ingots bauen. Das sind ein paar Diamanten. Stick und Eisen, okay. Ja, stimmt, wir brauchen einen Rainbow Generator. Oh nein, die müssen wir als nächstes noch bauen, oder? Mhm. Das wird nervig. So. Dann 4 Stück von denen. Mal kurz das restliche Inventar voll machen. Was brauchte ich noch? 4 Eisen. Und 4 Sticks. Wo haben wir noch Sticks? Da sind Planken. Gut. Also, dann werde ich mich jetzt mal in den Tod stürzen. Hä? Warum? Geht das nicht? Ach so, stimmt, das geht glaube ich nur in der normalen.
Aber ich brauche auch noch mal 4 Stück von denen. So. Oder geht das nur nach normalen? Ich kann irgendwie die Unstable Ingots. Ah ja. Wir werden da nochmal eine ganze Menge davon brauchen. Wir müssen ja 16 Furnace Generators müssen wir bauen. Ja, lass mich mal kurz wieder durchatmen. Doch nicht explodiert. Nee. So, einmal ein Enchanter. Ja, dann würde ich aber sagen, dann machen wir die anderen einfach und bereiten das zum nächsten Mal vor. Wir haben keine Netherstars mehr. So. Wie viele brauchst du? Ein. wo ist noch Platz? Hier oben. So, das einmal und das einmal. Und wir haben nicht genug, weil wir ein ganzes Set von Bücherregalen brauchen. Yeah. Dann würde ich aber sagen, wir machen bis zum nächsten Mal mal ein bisschen Leder und so weiter fertig. Ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht so schlimm. Leder ist total einfach zu machen. Habe ich ja auch schon gemacht. Ne, ja gut, sonst können wir auch einfach über Blank Patterns das machen. Ja, stimmt, doch. Rotten Flash einfach Ding rein. Gut, dann bereiten wir das bis zum nächsten Mal vor. Dann bereiten wir auch noch ein paar Machine Casings vor für den Rainbow Generator. Warten mal. Warte, wir sollen ein Rainbow Ingot craften. Dafür brauchen wir einen Rainbow Stone. Okay, das. Wir müssen alle Generatoren zweimal bauen. Okay, dann bereiten wir das definitiv bis zum nächsten Mal vor. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.